Moin, ich bin Lukas und ich habe heute ein neues How-To für dich. Mit dem Kettlebell Thruster kombinierst du eine Frontkniebeuge mit einer Schulterpresse und kannst dich somit auf eine super Kombination aus Kraft- und Ausdauertraining freuen. Bist du bereit? Dann let's go! In der ersten Phase der Übung, der Kniebeuge, werden vor allem deine Oberschenkel und dein Gesäß trainiert. Danach übernehmen dein Bauch und dein gesamter Rumpf die Arbeit. Und in der letzten Phase sind deine Schultern, die oberen Anteile der Brustmuskulatur und der Trizeps involviert. Nimm einen schulterbreiten Stand ein. Beide Kettlebells sind vor deiner Schulter. Die Ellenbogen leicht vor dem Körper gedreht. Deine Handinnenseiten schauen zueinander. Starte mit der Kniebeuge, indem du mit festem Stand deine Hüfte nach hinten und unten senkst und dabei eine neutrale und aufrechte Rückenstellung hältst. Versuche, die Hüfte so tief wie möglich zu senken, idealerweise unter Kniehöhe. Deine Füße sollen fest auf dem Boden bleiben, die Knie in Position. Spanne deine Beine, dein Gesäß und deinen gesamten Rumpf an. Nutze die Energie aus der explosiven Streckung der Hüfte und Beine zurück zur Startposition und übertrage diese in das Überkopfdrücken der Kettlebell. In der oberen Position stehen die Kettlebell über den Schultern. Die Handinnenseiten schauen nach vorne und dein Kopf befindet sich zwischen deinen Armen. Achte bei der Ausführung darauf, deinen Oberkörper nicht zu stark nach vorne fallen zu lassen. Wir hoffen, dir hat unser How-To zur Kettlebell Thrusters gefallen. Wenn dem so ist, dann lass uns gerne ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!